Wurst. Nein. Kein Saison Haps? Ja! Fertig ist schon so gelungen. Wir trinken bis einer weint. Grüß euch, meine lieben Leute. Heute sind wir da jetzt noch auf dem Dorffest. Und wie seht, geht's da unten auch schon ziemlich ab wieder einmal. Die Dorffester sind eben ziemlich wild. Oben sind die Blocks. Unten ist der DJ Favi. Da bin ich mit meinem neuen Mikrofon. Hoffentlich passt es dem mal audiotechnisch. Und wenn nicht, noch. Badane! Da haben wir ihn. Julian Bichler. Jonas. Wie ein Kerl in 2 Jahren wird da ein neuer Bürgermeister gewählt. Ob sie es da schon einen Kandidaten, den wir sie wählen tat? Ich will den wählen. Kurz damit alle wissen, was da abgeht. Ich bin im Vorhinein informiert worden, dass es in Deutschnhafen eine absolute Dorflegende namens Haps gibt und ich habe die Leute dementsprechend nach ihm gefragt. Kennt ihr es in Haps? Ja, ich sag kein gut. Was sagst du denn als Bürgermeister? Ja, ich werde mit dir. Wen? Wir müssen mal mit den roten Karten umfahren. Was für einen roten Karten? Ja, er hat so einen Karten. Wie heißt der Rollator? Was die alten Leute. Ja. Ja. Ich bin einfach der Almanante. Ich darf noch einen Kollegen grüßen. In Simon Meyer, weil er scheint auf dem Ding da auf dem Meer. Ja. Der hat ich unbedingt sehen. Simon, wenn du das siehst, ich hoffe, du hast einen Sonnenbrand. Simon, grüß dich. Blendet so wie, dass du mit Sonnenbrillen rumrennst? Ja, richtig, weil ich undercover unterwegs bin. Was ist deine Mission da ein? Ja, das halt darf ich leider nicht sagen. Ah, verstehe. Wie heißt es? Halt darf ich allem noch nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und allem einen Keil wie allem. Lieber einen Keil wie allem dabei. Aber einen Keil musst du auch dabei haben. Ich hab's zuerst mehr einen Klopfer und rein gewählt. Seid ihr schon volljährig? Ja, logisch. Sind sie volljährig, logisch. Du bist von da, hast gesagt, oder? Hä? Du bist von da, hast gesagt, oder? Ja, logisch. Kennst du in Haps? Ja, der ist Dorflegende. Am Mittag in der Nacht hört man hinter ihm zu Hause die Glosscherben scheppern. Servus, Haps. Er so, servus. Folg's auf Instagram in Kommando Vollrausch. Jetzt ist voll? Nein. Okay. Gut. Kannst du es in Haps? Ja. Ich habe gehört, dass er Wasser in die Bierflaschen rein tut, dass es auch schon super voll war. Also eigentlich tut er so, als wäre er wahnsinnig, genau. Aber irgendwo ist er ein Genie. Das ist alles ein Marketing-Move. Genau. Kannst du es in Andrew Tate? Du musst schon zu meinem Bruder weinen gehen, hat er doch geschrieben. Ja, wer er immer mir da geschrieben hat wegen dem Weinen, ich komme mal und dann blären wir miteinander Sätzel. So, sag ich mir. Du weißt es. Nicht weinen, was ist los? Achso, nicht weinen. Weißt du, was weinen heißt? Wir weinen halt, oder? Ja, Wein trinken. Weinsaufen. Ja, das klingt schon ein bisschen besser, ja? Ja. Bist du auch dabei beim Weinen? Da, wir trinken bis einer weint. Nein, wir. Jeder denkt immer so. Kannst du es in Haps? Ja, Alter. Wir gehen vor allem in Rollator rum. Das musst du mal berichten. Wer heißt das? Bis einer weint halt. Ivan, er hat gefragt, wie du heißt. Ja, wer heißt? Ja, wie ich heißt. Nein, ich heiße Ivan. Ich bin der Freddy. Kannst du es in Haps? Ich bin mal New Jersey. Einfach statt der Geld ein Bier geben. Einfach hinein. Da haben wir es. Das Schützenstandl, da haben wir da einen Chef, bist du der Chef da? Ja, genau. Ja. Fein, dass du gekommen bist, wir freuen uns auf dich. Ich freue mich auch da zu sein. Super Wetter, was ja. Willst du mehr? Du? Ein bisschen tröpfelt, aber das Zucker sind wir ja nicht da. Nein. Kennst du in Haps? In Haps kenne ich, ja, er ist da ein Phänomen. Phänomen direkt, ja. In 2 Jahren sein Bürgermeister wollen da, darfst du in Haps empfehlen? Kann sein. Ich will mich bis das Herz aufstellen lassen. Das ist, wenn ich kandidieren darf. Empfehle in Haps. Eiskalt, ja, zumindest ist er ehrlich. Ja. Na, was ist denn deine Rolle da hinter deinem Standl? Ja, jetzt einmal ein bisschen kassieren. Ah, kassieren ist allgemein, ja. Hast du dir die richtige Rolle ausgesucht, ja. Gell? Ja, fein. Und hast du gut kassiert ein? Ja, zufrieden bis jetzt. Jetzt haben wir so reingedrückt. Ne? Die Leute haben Freude, es steckt ein bisschen etwas hin, hat jeder etwas davon. Ich glaube, dass sie heim gekommen sind bei deinem Scheißwetter. Bei deinem Scheiß. Was ist das? Raffaella. Julia. Andrea. Kannst du es in Haps? Ja! Ja. Ich war es am Scheißen, ja. Ich bin in der Teil scheißen. Nein, will ich nicht wissen. Ja, jetzt wirst du es halt. Die Ladies sind motiviert. Motiviert aber eh mal auf jeden Fall. Die sind Vollgas heute. Kannst du es in Haps? Ja, logisch. Ja. Haben wir schon gegeben bei Sam. Ist ja wie ein Gefährlicher. Ja, gefährlich, nicht ehrlich, lahetzig. Das ist mein Bruder. Ja, bist du? Der Ritz. Der erste Bugler von deinem Schnabel. Ja. Ja, mit der Verkalter. Ich bin der erste Buckler von Kalter. Eurospin, du kriegst Konkurrenz, mein Lieber. Volle Buckel, ne? Ja. Hast du einen Hof daheim? Ja. Und der Waldrat. Und der was? Ein Waldrat. Ein ordentlicher Traktor. Das ist etwas anderes wie ein Fendt. Fendt ist ein Glump. Ich hab's gehört, Leute, ein Fendt ist ein Glump. Das Video ist gesponsert bei Fendt.
läuft ein Traktor nicht zusammen. Ob es eine Botschaft an die Südtiroler Mitmenschen? Also ich denke ganz schönen Gruß an meinen Bruder sagen, einen DJ, und ich bin voll stolz auf dich. Also wenn du siehst, Fabi, du bist super und die Hanni ist voll lieb. Schöner Message. Okay, das war nur recht lieb, aber ab dem Moment ist es auf der Fete auch leider mehr abgegangen. Kein Schufe, ich griff Gold, ich schwanke noch. Ich überleg mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Du schwankst schon wieder nochmal so. Ja. Musst du Booking gehen? Ja, ich bin aber ein Schnäffel und bin voll schwul. Ich sag ihm noch uns, er kennt andere nicht, ich schwanke noch. Ich schwanke leicht. Jetzt sind wir da bei einem famosen Weinständl und jetzt gehen wir weinen. Was? Was hast du gesagt? Hä? Ich hör dich nicht. Hörst du auch so schlecht gerade? Ja, logisch. Da ist die Verbindung nicht ganz gut. Du kannst schnaufen. Hä? Das ist aggressiv von dir. Nein. Noni! Bist du jetzt auch da auf dem Fest? Was mal? Die Kamera nicht unten aufgestellt? Wer hebt euch noch die Kamera? Wer ist das? Zum Wohl, Männer. Zum Wohl. Da geht's extrem zu. So Leute, jetzt noch 14 Wein und ich jetzt Mikrofon und jetzt gehen wir alle schauen, was geht. Der Film Rilmer hat den Schuhguss, mehr schlagt's alle einmal rum, geh rein. Den Ton habe ich jetzt eingeschalten. Jetzt sind wir auch schon da vor der Kirche, weil wir haben entschieden, wir gehen schon im Voraus beten. Wer schaut's aus, Männer? Wer seid ihr? Ich bin der Benni und uns geht's ganz gut heim. Ich bin der Thomas und mir geht's auch recht gut. Seid ihr gerade beten gewesen, oder? Ja, vor der Kirche ist auch ein bisschen Camilla zu dir, weil sonst gelangt der Segen nicht euch. Heißt auch immer wie aufzupassen, Männer. Aber sterben ein kein Wohnen? Ich bin auch daheim, zu Fuß heim, zu Geschwollen da. Brutal christlich. Da muss ich schon ein bisschen an der Ordnung halten, weil der Pfarrer... Der Pfarrer? Ja. Was ist mit dem Pfarrer? Nein, nicht, dass er noch daheim kommt. Ja. Dann hinzuzufügen ist der Pfarrer, gell? Ja. Seit das Wied umgebaut worden ist, hat er einen Bierpool gekriegt. Deswegen Pfarrer, glaube ich, jetzt heute nicht so letzt. Ich wünsche euch eigentlich nur ein schönes Fest, einen schönen Abend. Den Segen habt ihr schon, deshalb viel mehr kann ich eigentlich nicht mehr wünschen, nicht? Servus, Männer. Macht es gut, schönen Abend, servus. Es wird nie erraten, wen wir nach deinem Interview getroffen haben. Dann haben wir da auch schon den Herr Bürgermeister und den Herr Pfarrer da. Herr Bürgermeister, ihr gehört, dass in zwei Jahren Neuwahlen sein oder dass sie da vielleicht rücktreten. Nicht rücktreten, nein. Nicht auch? Nein. Die haben die Leute gefragt, ob sie ein paar würdige Ersatzkandidaten kennen. Darunter ist auch der Nomen Haps gefallen. Wie sagen Sie zu seinem Vorschlag? Ja, inwieweit der bereit wäre zu kandidieren, das ist eine andere Frage. Herr Pfarrer, wie sagen Sie zu seinem Vorschlag, der Haps als Bürgermeister? Das muss man erst fragen, ob er überhaupt will und die Zeit dazu hat. Ist er beschäftigt, oder? Ist fest beschäftigt. Was tut er so? Ja, schauen, dass da alles in Ordnung ist bei der Straße. So Straßendienst unoffiziell. Ja. Ich weiß nicht, ob er als Bürgermeister derweil hat. Noch ein bisschen was. Lassen wir uns nicht stressen, oder Herr Bürgermeister? Schauen wir als Kind, hoffen wir das Beste für alle, für unsere Gemeinde. Mhm. Mehr will man nicht. Schön, dass sie das organisiert haben, das Komitee, muss man auch sagen. Die Leute nehmen das gerne an. Ganz viele junge Leute und das freut uns am meisten. Na gut, dann lasse ich einen wieder da auf den Tisch. Viel Unterhaltung. Ja, in seinem Fall nicht, nein, auf keinen Fall. Da haben wir ihn. David, mein kleiner Bruder ist ein Fan von dir. Und es ist einfach witzig, dass er mich jetzt da sieht. Du hast nicht zu viel Eifersucht. Machen. Ich bin jetzt ein bisschen eifersüchtig eigentlich, ehrlich gesagt, auf dich, weil... Auf mich? Ja, weil zu mir sagt er nie, dass er der größte Fan ist und zu dir sagt er es deswegen. Ah, scheiße. Was tust du denn? Ich bin Schauspieler. Raum ist logisch, dass man ein bisschen bekannter wird und so. Ja. Aber genau. Da können wir dich mal als Komparse einbauen. Ja, genau. Ja, was ist dein Bruder? Raphael. Raphael, liebe Grüße gehen raus. Dein großer Bruder ist ein großer Ehrenmann. Ja, und, volle. Jetzt gehen wir uns noch ein bisschen... Einen schönen Abend mit dir verbringen. Genau so, okay. So, meine lieben Leute, wie man sieht, den soll ich da hämmern von uns im Finchgau, oder zumindest ich nenne es Nogen. Ich und der Filmer Ilmer, wir geben uns jetzt wieder mal die Challenge. Ja. Wir gehen da jetzt Nogen. Der war es im Nogen. Wenn es Lash drin hat, der macht er 30 Liegestütze, aber 40. Ja. Also ich habe nur Muskelkater vergessen. Wenn er sie nicht packst, was ist noch ein Bier auf Ex. Die Alpaka ist schon, keine Angst. Fuck.
war gut. Da unterscheidet sich ganz klar der Lehrbuch vom Meister. Und? Oh. Madai, die Kenny. Ich bin jetzt der Beste. Madai. Hast du ein Zielwasser gesoffen? Jetzt kommt der Champion. Madai. Mein Tropfen, der Champion, das ist der Champion. Wow, Junge. Madai. Ich bin ein Noob, ich bin ein Level 1 Crook, ich bin ein Versager und ein Lusche, wenn ich nicht den Gart da treffe. Ah! Boah, Gott, ich. Haftig, genau. Boah. Ah, so ist das gut. Ah, Pain. Mein Kollege kann Backflip. No! Mein Kollege kann auch Backflip. Jawohl, Filmer. Oh, ist der drin? Ja, der ist gut, Anna, da bin ich 1 mm vor 30 Liegestütz. Bocke! Ah, jetzt ist gegessen, der macht's nicht mehr. Macht das? Ja, gut. Weitlen, ich hab versagt, muss jetzt 30 fucking Liegestütz machen. Weißt du was? Ich mach sie mit. Danke. Ladies and Gentlemen, der Moment, auf den alle gewartet haben. Das Audio hat verkackt. Wir sind zum DJ Favi auf der Bühne eingegangen und haben gefragt, ob wir da ein paar Liegestütze machen können. Hat er gesagt, ja logisch, mag's gleich gehen. Ich war der Überzeugung, dass das Mikrofon noch aktiviert ist. Deswegen habe ich es auch vorhin da hingelegt und nachher haben wir auch schon mit den Liegestütze losgelegt. Für die, die mir nicht glauben, dass ich eine brutale Grippe bin und 30 Liegestütze packe, zählst du da gerne nach. Ja, schau, es sind kein Verkauf. Ja, das sind genau 30 und das schaut aus, als darf man ins Gott fusionieren. Gut, meine lieben Leute, zu guter Letzt ist es Mikrofon echt wieder ausgefallen. Wenn ich so ein Video mal drin mit normalen Audio aufzunehmen und ihr gerne noch gegen Rente. Egal, jedenfalls danke an die wundervollen Leute für deutsche Schlafen. Das war richtige Bäre gefehlt. Da geht es heute noch ziemlich gut ab. Die Leute sind voll motiviert. Haben wir Freude, dass ihr Fisch geht. Schöne Grüße an den Heps und an alle Top-Legenden, die was heute in dem Video erschienen sein. Danke, danke Zeit. Und wir sehen ins Potenzial und hoffentlich nächstes Jahr beim deutschen Schlafen noch Fisch.